Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Eine Folge nach der Baufolge. Gestern haben wir ein bisschen rumgebaut. Heute gehen wir ein bisschen wieder auf Loot-Tour, beziehungsweise auf Erkundungstour. Wir wollen ja in die Wüste, ins Wüstenbiom quasi. Ich gucke jetzt hier bloß nochmal durch, dass das hier alles wunderbar läuft. Dass wir schon demnächst dann auch wieder bauen können hier, damit unsere Base dann irgendwann auch mal fertig wird. Es dauert natürlich auch seine Zeit. So, hier haben wir 700. Komm, das nehmen wir mal mit. Da können wir da schon mal auch wieder etwas Beton anregen. Guck, das läuft, das läuft. Ach, das dauert ja noch. Aber wir haben dann demnächst auch mal wieder ordentlich Beton, ne? So, was ist denn hier los? Achso, weil mir Sand fehlt. Habe ich noch irgendwo Sand? Ich habe keinen Sand mehr. Was ist denn da los? Hier haben wir auch noch Zement. 10.000. Wir müssen hier Platz schaffen, Leute. Wir müssen hier Platz schaffen. Aber sowas von unbedingt. Ich muss mal irgendwie noch eine Kiste hier irgendwie. Ich bin mir auch übrigens eingefallen, das müssen wir dann nochmal umbauen. Die Seite haben wir jetzt schon fertig gemacht. Ich will ja hier noch diese Elektro-Dinger hier hin reinbauen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was umbauen. Ist mir leider zu spät eingefallen. 10.000, diesen Platz kriegst du hier niemals rein, ey. Ja, auch 10.000. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Das können wir jetzt hier erstmal da reinhauen. So. Dann haut das hier mit rein. Dann kriegst du den Tausender hier mit rein. Das würde ich erstmal hier mit reinhauen. Und das würde ich hier mit reinhauen. Dann hätten wir das erstmal. So, dann ist das erstmal ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen halt Sand. Der wird aber auch mitgemacht. Das dauert halt seine Zeit. So, dich würde ich gerne mal vorsichtshalber mitnehmen. Dann haben wir dich auch mal in der Hand. So, jetzt flitzen wir nochmal rüber. Okay, ich habe mal nachgelesen. Wenn du hier irgendwelche Löcher hast, gebuddelt hast, die du nicht haben wolltest eigentlich, kannst du die wieder zumachen. Mit Asphalt, in der Tat. Was war denn das jetzt? Ich habe doppelt gedrückt. Alles klar. Okay. Und ich habe hier schon mal weitergemacht. Bis auf hier ist überall jetzt die Spikes repariert und aufgewertet. Hier müssen wir halt noch die Spikes setzen. Und ich habe den Elektrozaun repariert und hier auch wieder quasi so ein Rad dran gemacht. Das funktioniert jetzt wieder alles, wenn man das anschaltet. Also da ist die Base soweit schon fertig. Wir müssen bloß noch die eine kleine Stelle machen. Bis zum nächsten Blutmond haben wir ja aber noch 3 Tage Zeit. Deswegen nutzen wir jetzt einfach mal die Zeit, die wir haben. So, pass auf. Ach, und wir könnten mal beim Händler vorbeischauen, weil da hat sich ja das Angebot wieder gewechselt. Wenn wir einmal sowieso in die Richtung fahren, fahren wir eh durch das verbrannte Gebiet. So. Ich will mich diesmal nicht drauf verlassen. Ich nehme mal was zu essen mit. So. Sollte reichen zu trinken. Hammer. Kaffee haben wir auch einstecken. Und wir müssen uns echt mal langsam drum kümmern wegen Anbauen, ne? Farming. Meine Güte, so was. Hühner, falls wir Hühner sehen, das haben wir. Munition haben wir. Man kann sich ja schlecht trennen, ne? Man will alle Waffen mitnehmen. Dementsprechend, aber zum Glück ist unser Auto groß. Da passt viel rein. So, zack. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Auf Richtung Wüstenbiom. Vorher im verbrannten Gebiet nochmal zum Händler. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir ja schon ein Stück freigelegt. Das ist, glaube ich, das einzigste Stück Wüste, was wir freigelegt haben. Da haben wir ja auch unsere Mine erschlossen. Da werde ich auch mal offscreen, wenn es dann Nacht ist, ein bisschen mal was war das? Schiefer, glaube ich, abbauen, damit wir wieder Benzin herstellen können, weil langsam wird es knapp. Okay, also, wir fahren als erstes dahin, dann wieder zurück, beziehungsweise hier, können wir auch hier lang fahren, hier mal ein bisschen das Wüstengebiet freischalten und erforschen. Und wenn wir irgendwas Interessantes sehen, dann legen wir los und looten das. Wir können auch demnächst mal wieder Händlerquests machen natürlich, dass wir da mal auf bessere Tiers kommen. Wir sind ja immer noch bei Tier 1. So viel zu tun hier in dem Spiel. Langzeitprojekte. Halt, jetzt habe ich wieder was vergessen. Was wollte ich gucken? Richtig. Ach, was ist nicht im Kopf? Was hast du denn? Benzin, oder? In diesem Fall zumindest. Was hast du es in den Beinen? Und man kann ja auch hier mal kurz gucken. Was hatte ich gesagt? Ach, das machst du auch noch da. Jo, das wird nichts. Wir haben keinen Ölschiefer. Okay, also Ölschiefer brauchen wir. Was brauchen wir noch? Stein und Sand.
Gut, dann lassen wir das mal. Ich habe gedacht, eventuell für unsere Mine, die wir schon im Wüstengebiet quasi erschlossen haben, weil das relativ groß ist, dass wir das für eventuell wieder zubuddeln. Aber den ganzen Mats, die wir da brauchen, gerade ganz schlechte Karten. So. Dann, let's go. Go ahead. Wenn wir was unterwegs sehen, zumindest ist die XP nehmen wir mit. Wie sieht es da überhaupt aus? Ah, da sind wir schon wieder vom nächsten Level ab. Ich würde nämlich gerne als nächstes, jetzt wie gesagt, erstmal alles, was mit Farming zu tun hat, bis auf die vorletzte Stufe bauen. Dann müssten wir grob fast alles anbauen können. Und dann erstmal Geschütztürme. Das wäre dann, da müssen wir, glaube ich, alles aufleveln, was die Geschütztürme angeht. Da haben wir aber schon Intellekt, ich glaube, bei Intellekt ist das, da haben wir schon Stufe 10 voll ausgebaut. Das heißt, wir müssen nur diese 5 Level aufbauen und dann können wir sogar 2 Geschütztürme gleichzeitig hinstellen und die feuern dann automatisch. Jetzt aktuell können wir quasi einen hinstellen und einen in der Hand halten. Das müsste eigentlich funktionieren. So. So, ich mache mal hier das Stoppschild. Da haben wir gleich das nächste umgefahren. Meine Güte. Ja gut. Der gute Bob, der hat keinen Führerschein, ne? Aber wen interessiert das in der Zombie-Apokalypse? Was ist das eigentlich? Das sieht nach Kohle aus. In der Tat. Leg das mal frei. Dann markieren wir das gleich mal, wenn wir einmal hier sind. Ich habe da vorne so einen Geier gesehen. Ich hoffe... der greift jetzt nicht an. Nee, was schreibst du denn? Kohle. So. Sehr schön. Dankeschön. Du darfst wieder... Da ist das Auto. Ganz kurz die Orientierung verloren. Ah. Oh. Gewiespawnt. Gewiespawnt, der Müll. Hier waren wir doch schon. So, let's go. Nur der Müll beim Händler nicht, ne? So, ich gucke jetzt trotzdem mal kurz durch. Wir sind ja auf Erkundung und Loot-Tour, ne? Guck dir das an, du. Heieiei. Prass brauchen wir auch. Prass sage ich schon. Messing. Ich spiele nebenbei zu viel Mist Survival. Brauchen wir ja Brass-Ingot für die Munitionsherstellung. Hier brauchst du Messing. So, hier haben wir eigentlich mal wieder ein Ei dabei gehabt. Sehr schön. So, Zwischenstopp beim Händler ganz kurz. Wegen neuem Angebot. Vielleicht bietet er ja auch mal Bohrer Stufe 6 an. Nicht so schlecht. Das ist alles noch leer. Die ist nicht gespawnt hier. Okay. Kann natürlich auch sein, weil du hier nicht abbauen kannst, dass es hier nicht vielleicht respawnt. Ich weiß es nicht. So, Ladies and Gentlemen, let's go. Wir gucken mal beim unhöflichen Verkäufer. Lass mich doch mal rein. So, mach doch mal die Tür auf. Hallo. Inventar mal bitte. Flasche mit Säure. 280. Heidi, wird's gar nicht. Da haben wir noch genug davon. So, nächste Tag 55. Was ist das denn? Azale. Was kann ich damit? Was kann ich damit machen? Gibt keine Beschreibung. Alles klar. Läuft bei dir. So, lass mal. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Das Hammer. Ja. Das. Dieses Angebot ist echt erschreckend. Schützengewehr wäre etwas. Vielleicht. Was haben wir denn hier? Magnum-Vollstrecker. Schaden, die Stärken. Wir haben noch keine Magnum. Kunst des Bergbaus. Bremst dich der ganze Bergbau zu sehr. Du kannst aus Erz, Stein und Kohle kompakte Stapel fertigen, die sich leichter tragen lassen. Das klingt interessant. Was kostet mich das? 1000? Das kaufen wir definitiv. Weil wir werden noch eine ganze Weile mit Bergbau zu tun haben. So. Jetzt sind wir hier durch. Ich will keine. Krieg doch bei dir keine Garantie. Das kannst du vergessen. Ja, ja. Du bist so unwitzig. So. Zack. Dann haben wir das. Dann steig mal ein. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Ja, wir fahren ein Stück zurück. Bei der City biegen wir dann rechts ab. So, let's go. Und dann sind wir auch schon im Wüstenbiom. Das passt. 9:06 Uhr am Morgen. Perfekt.
haben noch ganz viel Zeit. So. Die Frage ist jetzt hier auch alles gespawnt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir sollten vielleicht auch mal eine Schusswaffe in der Hand nehmen, falls hier irgendwelche Zombies kommen. Nee, das ist leer. Das ist noch nichts gespawnt. Okay. Dann düsen wir jetzt hier durch. Dann haben wir das alles schon. Brauchen wir es auch nicht weiter aufhalten, ne? Und wir haben Durst schon wieder. Ich sehe es schon. Eieieiei. So. Jetzt müsste man im Gebiet sein, wo wir noch nicht waren. Also was wir noch nicht freigelegt haben. Da wird es interessant. Da könnten wir Sachen entdecken, die... Hier sowas zum Beispiel würde ich auch gerne mitnehmen. Wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. Ich wollte schon sagen, das Messer habe ich da eigentlich mitgenommen. So, perfekt. Brauchen wir auch für die Herstellung von diesen Pflanzenkübeln, ne? Zum Anbau, weil das kannst du jetzt nicht mehr so einfach auf die Erde setzen. So, hier haben wir ein Nest. Federn. Ah. Ich finde halt, die Bolzen sind relativ langsam, ne? Messing ist sehr gut. Die Anleitung für Workbench, die können wir verkaufen. Die haben wir ja schon gelernt. Guck mal, wer da ankommt. Hallo? Mann, 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 Mann. Und wir sind infiziert. Eigentlich haben wir Antibiotika mit. So. Das passiert uns auch nicht nochmal. Dann trink mal was. Hat der uns jetzt so derbe runtergehittet? Wir sind auf 99 runter. Was denn da los? Dann mach mal zack. Zack. Das haben wir. Messer. Den nehmen wir auseinander. So. Den haben wir hier schon gemacht? Ja. Da ist ein Chumbelinchen. Ein leerer Müll. Nicht so ausholen, mein Freund. Das ist unverschämt. So. Gut, komm, wir fahren weiter. Ich will jetzt nicht jedes Mal bei jedem Müll anhalten, ne. Auch wenn da eventuell gutes Zeug drin ist, ne. Also wirklich hast du ab und zu mal guten Loot dort drin, ne. Aber die Zombies würde ich schon gerne mitnehmen, weil die bringen halt XPs, ne. So, und übrigens habe ich jetzt hier mal das... Die Zeit haben wir, da läuft er langsam. Vierer-Scope reingebaut. Das müssten wir sogar ranzoomen können. Jawohl, sehr schön. Das hatte ich ja, wie gesagt, in der Werkbank schon hergestellt. Hat es aber bis jetzt vergessen. Sehr schön. So, weiter geht's. Die XP-Punkte haben wir mitgenommen. Wie gesagt, sowas hier mit dem Fleisch, das würde ich schon gerne mitnehmen. Das brauchen wir vor allen Dingen. Wenn wir einmal hier sind, können wir den Müll noch mitnehmen. Na, immerhin. Oh, ich hab's schon gesehen, den blöden Geier. Ja, ja. Versuch dein Glück. Bis zum nächsten Stopp kannst du mir folgen, dann bist du fertig. So, da vorne fängt das Wüstenbiom an. Hier müssen wir nochmal anhalten. Nee. Ach, ist das dein fucking Ernst? Wo bist du? Komm her. Lass mich verarschen. Der hat schon wieder so runtergehittet. Böser. Geier. So. Mann, 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 Mann. Und gleich nochmal anhalten. Das machen wir doch gerne. Das lohnt sich ja hier wenigstens. Zack. Und das Schild mit. Weg damit. Braucht keiner. Auto ist sehr schön. Ich sagte, in dem Gebiet waren wir noch nicht. Da springt ein Feuerzombie rum. Den werden wir uns natürlich erledigen. Was ist das denn? Hey, die Witzka. Und schon was Interessantes entdeckt, ne? Oh, knapp, woher bleibt er stehen, der böse Zombie. Böser Zombie. So. Und berührt, das ist klar, weil haben wir halt noch... Kettensäge brauche ich jetzt auch gerade nicht. Den können wir jetzt nicht durchlooten. So, hier haben wir einen Rucksack. Ja, das
Das ist gut. Wir gehen das mal erstmal ganz Müll durch, bevor wir die Autos abbauen. Den können wir durchsuchen. Oh. Clownhammer Stufe 2. Haben wir aber, glaube ich, schon. Ein bisschen Geld, was wir eintauschen können. Also haben wir so einige Sachen wieder zum Verkaufen. Das ist auch gut. Vielleicht findet man da im Wüstenbiom noch jemanden. Oh, das können wir essen. Das ist gut. Noch einen Händler, einen weiteren. Nur ein bisschen Money machen. Und wir werden das Zeug los, ne? Das hat man ja. Und den Müll hat ich den auch. Ja. Gut, dann bauen wir die Autos ab, in der Hoffnung, dass wir auch natürlich wieder Motoren kriegen. Motor ist schon mal gut. Auto bewegt sich wieder hin und her. Die üblichen Macken halt, ne? Hier war kein Motor dabei, Leiter, was ist das? Eisenrohr? Wir sind voll. Wir sind voll? Das ist gar nicht gut. So, ich hoffe, das ist noch nicht gedespawnt. Nein. Eine Lampe. Schade, kein Motor dabei. Ich hatte noch kurz Hoffnung. Hier haben wir noch Sachen rumliegen. Ah, wie weit sind die geflogen, ey? Das war's, ne? Gut. Dann bauen wir mal das Auto ab. Und dann gucken wir mal, was das für ein großes Gebäude da hinten ist. Das würde mich schon interessieren. So, auch hier kein Motor. Und das Gebäude würde mich auch da interessieren. Komm, wir gehen mal gucken. Gleichzeitig tun wir mal den Müll wieder durchwühlen. Weil wir es können, ne? Ja, jetzt geht's los, dass wir hier so viele Prass-Sachen finden. Das ist Essen. Shamway Food. Kurzer Prozess. So, also hierbei handelt es sich um Essenssachen. Wenn das so rumliegt, nehmen wir das natürlich gar nicht mit, ne? Was bringt das hier? Stein. Was ist das für eine Melodie? So, komm, wir gucken mal. Shamway Foods. Foods. Essen halt. Die Frage, ob es hier noch was Essbares gibt. Also das Gebäude ist auf jeden Fall groß, ne? Gut, pass mal auf. Wir scrollen hier ran. Zack. Speichern uns den Punkt. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Nimm mal das. So. Food Firma. Markieren wir uns das. Für später. Ich würde hier schon mal gerne die Autos auf jeden Fall mitnehmen. Was? Du näherst dich hier und es kommen so komische Geräusche raus, ne? Mach mal zu. Ich will es gar nicht wissen. So, wir kümmern uns hier um die Autos. Dann gucken wir noch, was da hinten für ein Haus stand. Das sah auch nach dem Geschäft aus. So, den durchsuchen wir. Stehen halt alle hier im Parkverbot, ne? Müssen wir abschleppen. Müssen halt einen kleinen groben Überblick erstmal kriegen, dass... Oh oh, ein Hund, der ist schon. Ein Motor, sehr schön. Darüber freue ich mich sehr. Denn ist noch ein Zombie. Ne, ne, nicht einschlagen. Abbauen. So, wo ist der Hund hin? Da hinten.
ist ein Zombiehund. Zack, ein Schuss. Erledigt. Aber meistens kommen die doch nicht alleine, oder? Wie viele Autos stehen denn hier rum, ey? Kommt der jetzt hierher? Dann müssen wir den im Auge behalten. Wow, eine Dose. Eine Dose. Eine leere. Warum hebt das Köpfchen noch einmal? Du bist nicht tot. Und wir haben einen Boden erschossen. Alles klar. So, das steht im Lacro. Naja. Jetzt hat er seinen Kopf verloren. Sehr schön. Da hinten kommt noch einer. Da hinten dieses... Alter, willst du mich verarschen? Alter, hör auf, so rum zu wackeln. Das ist ja eine Unverschämtheit, ey. So, den hatten wir. Jetzt würde ich gerne den hier. Okay. Wie sieht's aus? Habe ich jetzt hier schon ein paar Autoparts? Das müsste ja passen, ne? Also wir kriegen wieder einen Motor. Also einen Motor haben wir schon mal wieder. Das ist sehr gut. Dafür haben wir unsere Base auch wieder einen Generator und viele Motoren. So. Leider kein Motor. Platz haben ohne Stufe 6 Batterie. Sehr gut. Was verloren. Hier eins hätten wir noch frei gehabt, okay. Es gibt wirklich Schlangen. Es gibt wirklich Schlangen. Warum sagt mir das keiner? Seit wann gibt es Schlangen? Alter Walter. Ich weiß noch, vor ein paar Folgen klang das auch schon nach einer Schlange. Da habe ich noch rumgeschätzt, ob das es hier Schlangen geben soll. Weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Und jetzt treffen wir direkt auf eine. Böse Schlange, böse Schlange. So, pass auf. Das kann hier rüber, das kann hier rüber. Das lassen wir mal drinnen. Auf Mist jetzt hier wieder. Warte mal. Vier Sand. Das wird gebuddelt. Das wird schminden und das ist okay. Ja, das sollte passen. Komm, weiter geht's. Ah, den haben wir schon, okay. Bald mal hier den Überblick, ey. So, dann durchsuchen wir den hier. Was ist das denn? Pilzspornsamen. Sehr schön, damit können wir jetzt Pilze anbauen. Brauchen wir auch für den na, wie heißt's, für den hier, für den Eintopf. Leider kein Motor. Weg damit. Blaubeerensamen. Für ein Geräusch jedes Mal. Das wärst du im Delirium und die würden dich dort anziehen wollen damit. Wo ist hier her? Hier her. Wir sind hier. Hilf uns. Aber nicht mit uns. Es gibt Stein, okay. Dann steht noch ein Auto. Da oben auf dem Berg auch noch. Läuft. Auf den Kühlergrill haben wir jetzt. Also Messinggrill. Was ist das für eine Melodie? Kommt jetzt noch ein Eismann ins Spiel? Das wär's. Klingt so wie so die Eismelodie von einem Eiswagen. Wo aber die Batterie runter ist. Das nehmen wir sehr gerne mit. Wenn wir das Ding hier mal durchgehen.
müssten wir ja rein theoretisch, da es sich ja um eine Essensfirma handelt, einen Haufen zu essen rauskriegen, oder? Ich bin durstig. Naja, das ist ja kein Wunder bei der Wärme hier. Ich glaube, ich habe gerade einen Hund gehört. Ach, ich glaube es nur. Deswegen, wir nehmen mal eine Waffe. Laden mal nach. Was sind das für Türme, Alter? Ey, die Witzka. Da steht ein kaputtes Haus. Hier haben wir noch ein bisschen Müll, den wir durchsuchen. Alter, erschreck mich nicht so, blöder. Ja, bleib mal da festgehangen. Meine Güte. Immer wenn ich gerade am Abbauen bin, ne? Federn. Nee. Jetzt entfernen wir uns natürlich zu weit davon. Ich hoffe, es sind alles nur Federn. Wir holen mal das Auto. Die Federn können von mir aus auch despawnen. Das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig. So. Hier fahren wir hier rüber hin. Ist der Weg nicht ganz so lang. Federn sind... Ah ja, diese Melodie, ne? Die macht dem echt Körre. Und fertig. Zack, 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 zack. Wer räumt eigentlich das Auto dann wieder aus? So. Zack. Dann gib mal her. So, war jetzt noch irgendwo. Hier war noch ein Stück Feder. So. Das Eisen, das nehmen wir mit. Ne, das wollte ich nicht. Schießpulver. Der nächste Looterwurf. So. Papier. Der liegt in der Luft. Das sieht blöd aus. Dann bauen wir ihn gleich ab. Ich höre einen Zombie. Sehe Geier. Da. Irgendwo ist noch einer. Da. Na, knapp daneben. Auch daneben. Ich versuche mich, glaube ich, irgendwie durchzuarbeiten gerade, ne? Kann das sein? Das sollen sie mal machen. Wir wollten eigentlich schon um die Autos kümmern. Das klingt schon böse. Das geht gerade tierisch ab. Hört ihr das? Die wollen sich da rauskämpfen. So. Der geht nicht zu suchen. Dann bauen wir den direkt ab. Warte mal, stell dich mal bitte so rum. Falls da jemand kommt. Ach, guck mal an. Und die sind alle aggro. Dann gleich mal auf die Schrotflinte gehen. Jetzt kommt er. Oh, ja, übrigens, nicht wundern, dass er so leise ist. Auch da ist ein Schalldämpfer mittlerweile drin. Man sieht ihn zwar nicht, aber man hört es. Hä, willst du mich verarschen? Da sind alle aggro, ne? Was, der lebt immer noch? Alles Bauarbeiter hier. Hier, ja. Könnte vergessen, dass er mich hier auch für einen weiteren Tod bewegt. So. Ja, ja. Ich habe dich schon lange gesehen. Und da ist ein Bär. Ist die Frage, ob das ein Zombiebär ist oder ein... Ja, das ist ein Zombiebär. Der lebt immer noch. Willst du mich verarschen? Jetzt ist er tot. Der hat aber ordentlich eingesteckt, du. Gut. Dann, let's go. Halt, gerottetes Fleisch ist auch gut.
Das nehmen wir mit, wenn wir einmal hier sind. Bauen wir das Auto auch gleich noch ab. Da liegt noch ein Rucksack, das sehe ich. Was ist das bloß für eine Melodie? Die macht mich echt langsam fuchsig, du. Ein bisschen Eisen kann nie schaden. Wird das nicht gerade? Kannst du wieder raushauen. Auch den Sand hier. Trink mal einen Kaffee, komm. Gut, komm, lass das mal erstmal. Jetzt bauen wir das Auto hier noch ab. So, dann haben wir das schon mal. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal alles gecleant. Ich höre schon wieder irgendeinen Zombie. Der wahrscheinlich nicht mehr sein Leben froh ist. So, zack, 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 ja. Ach, diese, jetzt mit zweite Schlange. Mann! Böse Schlange. Die hitten einen auch so dermaßen dann runter, ne? Das ist schon nicht mehr feierlich. So, dann haben wir das hier schon mal abgeschlossen. Also es ist abgeschlossen. So wird das mal erkundet. Wie gesagt, das Haus machen wir mal ganz in Ruhe. Ich würde gerne jetzt noch da drüber brettern. Und weil wir es können, machen wir das mal High Life gleich so, ne? Diese Jucker und so, das können wir doch glaube ich auch. Oh, hier ist noch ein Auto. Zwei Autos. Mitten in der Bamba. Jucker und so können wir da auch. Und alle Werke können wir da auch abbauen, um dann die anbauen zu können, ne? War das nicht so? Was brauche ich denn dafür? Alle. Nee. Ach, wieder ein Geier. Hallo. Ich komme nicht mehr raus. Mann. Dann bist du auch Ewigkeiten in diesem hässlichen Menü gefangen, was nicht gleich reagiert. Gib mir eine Schmerztablette. Oh, die letzte. Das ist gar nicht gut. Das ist ja nicht gut. So, jetzt habe ich mich komplett verschrieben. Aloe-Creme. Nee, Samen möchte ich gern. 5 braucht man dafür. Dann brauche ich noch eine. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Dann haben wir 6 Stück. Okay. Bitte jetzt. Kein Geier, ey. Der Kaffee müsste uns eigentlich vor der Wärme schützen, oder? Ansonsten brauchen wir irgendwo ein Wasserloch, wo wir uns mal reinschmeißen, dass wir uns abkühlen können. So. Den durchsuchen wir natürlich auch. Da steht sogar eine Jucca, guck mal an. Noch ein Motor, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal 2 Motoren wieder extra. Läuft. Hier hast du wenigstens nicht so ein Motor. Oh ja, Level ab 50, 2 Fertigkeitspunkte, sehr schön. Die sparen wir uns aber halt erstmal an. Hier hast du halt nicht so ein Problem mit den Motoren wie bei Miss Survival, ne? Hier findest du wenigstens ab und zu mal bei den Autos wenigstens ein. Ich will nicht das Grün. Oh, das ist das. Mach. Bitte mich verarschen. Genau. Kann ich das nicht abbauen? Jetzt! So, was haben wir jetzt für einen ganzen Mist hier? Das brauche ich nicht. Weg. 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 So. Samen könnte ich schon herstellen. Guck mal an. Fertigen. Da haben wir schon einmal. Das klingt ja nicht gut. Lehmbruchstand, das ist in Ordnung. Da. Stirb! Und lass uns in Ruhe.
Wir wollen hier abernten. Wir wollen langsam mal das Farming angehen. Da kannst du doch nicht dazwischen kommen, ey. Ich bräuchte schon 5. Das wäre nicht schlecht, ne? Genauso von der Jucca. Zack. Zack. Achtung, Kaktus, das könnte wehtun. So, was habe ich jetzt? Wie viel kann ich jetzt machen? 2. Fehlen mir noch 2. So, dann hätte ich 4. Jetzt brauche ich noch 1. Dann könnte ich 5 Beete damit ansetzen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht aktuell, wie viel wir zu Hause haben. Deswegen machen wir das jetzt dann gleich mal komplett. Schade, dass hier nichts drin ist. Da hinten. Den Müll hatten wir noch nicht. Wieder Klebeband, sehr schön. Den läuft ein verbrannter Zombie rum. So, pass auf. Fertigen. Das kannst du rausschmeißen. So. Jetzt los. Oh, scheiß Kaktus. Entschuldigung für dieses böse Wort, aber ist so. Selbst die Kleinen tun weh, ne? So. Habt ihr gerade schon wieder einen Geier rumflitzen sehen? Oder haben wir schon Hallos? Ist schon die Sonne uns zu Kopf gestiegen? So, pass auf, hier. Zack. Jucca. Können wir nämlich auch schon herstellen. 2. Wir brauchen noch ein bisschen. Insgesamt 5 Samen hätte ich gerne. Hat hier keine, aber da werden wir ein oder andere noch finden, denke ich mal. Wir fahren jetzt erstmal dort rüber. So. Was haben wir denn Schönes hier? Pop and Pill. Das Essen darf man natürlich nicht verschweigen. Super, so viel Zeug. Da haben wir noch Müll, den wir mitnehmen können. Der sich gar nicht gelohnt hat. Okay. Dafür steht hier noch ein Auto. Zack. Das war zu früh. Sag mal. Was ist denn hier? Jetzt. Meine Güte. Wie viel haben wir jetzt von denen? 3. Ich brauche noch 2 Samen. Um einen 5er zu machen. Oh, es wird noch 5, okay. Also noch 2. Hier haben wir ein. Haben wir noch irgendwo ein gleich? Nein. Gut, finden wir noch. So, Pop and Pills ist hier. Den ist auch noch. Ist das ein Händler? Das sieht aus wie ein Händler. Kannst du mir da sehen, was du willst. Das haben wir auch noch nicht freigelegt. Aber das sieht eindeutig wie ein Händler aus. Wir haben hier, zack. Das sieht aus wie ein Händler. Ich glaube, wir haben einen Händler gefunden. Sehr schön. Das ist doch eine sehr erfolgreiche Folge heute. So, pass auf, hier ist denn noch ein her. 5 Samen, das kann weg. So. Dann haben wir das alles erstmal ins Auto rein. So. Platz für alle natürlich. Dann durchsuchen wir natürlich wieder das Auto. Oh, eine Schmerztablette, das ist gut. Guck mal hier, das haben wir. Zack. Da hinten ist ein Zombie, der bestimmt scharf auf uns ist. Messinggrill wieder. Batterie. Was haben wir denn für eine Stufe? 1. Das können wir zu Blei umarbeiten. Stufe 1 ist so schlecht. Die werden wir auch nie verarbeiten. So, pass auf. 3 Schüsse für einen Heady. So, und der war tödlich. Pass auf. Zack. Bevor ich vergesse, 1er umbauen. Den können wir nicht durchsuchen. Was ist das denn für ein Stamper da hinten? Knie dich mal nieder. Achso, das ist hier, glaube ich, Vin Diesel verschnitten, ne? Jetzt bückt er sich wieder, ey. Eddie. Und hat sogar ausgereicht. Sehr schön. Gut, dann kannst du wieder hochkommen.
jetzt gleich noch so einen Eintopf rein. Oh, was versteckt sich da denn noch Schönes? So. Wir können damit 50. Dann benutzen wir das einmal, dass das wieder hochkommt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo man hier direkt anfangen soll. Zack. Das kann weg. Den können wir abbauen. Wir haben schon wieder irgendeine Mission gekriegt. Herausforderung, gib mir ein Z. Okay. Haben wir auch schon ganz viele solche Aufgaben mittlerweile. Ja, komm, mach den auch noch weg. Nein, nicht. Nein, nicht mal. Pop and Pills. Ich kriege bestimmt viel Medizin. Das haben wir vielleicht schon morgen mal durchgehen hier. Das ist, glaube ich, noch interessanter und schneller durchlootet als die große Foodfirma da hinten. Oh, und es geht aufs Dach. Es geht aufs Dach. Hast du das jetzt nicht mitgenommen? Da habe ich E gedrückt aus Versehen, statt R. Schattons nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Nähzeug. Juhu. Maissamen, oder? Yes. Dann bau die mal auseinander. Da bist du. Oh, noch ein Motor. Sehr schön. Da haben wir jetzt schon mal 3 Motoren gekriegt. Sehr gut. Und da würde ich sagen, machen wir dann morgen auf jeden Fall Pop and Pills durchlooten. Ich würde noch schnell mit euch hier außen alles absammeln. Dann nochmal schnell rüber dorthin zum Händler. Uns vergewissern, dass es auch wirklich ein Händler ist. Nicht, dass sie einen hier versuchen zu verarschen, ne? Ich bin nicht überlastet. Nein, wie kommst du da drauf? Mit 1 überlastet. Sehr schön. Eine Spinne! Ich freue mich. Nicht. Bestimmt nicht mehr. Ja, ja. Die kommt da jetzt schon rausgeschissen. Okay, wir sind erstmal weg. Wir haben das hier erstmal... Oh, wer bist du denn? Ein Kojote, ne? Den würde ich schon gerne mitnehmen. Oh, auf gut Glück geschossen. Den nehmen wir noch schnell mit. Wo ist er denn? Da. Das gibt natürlich wieder Fleisch und Knochen und Tierfett. Das ist sehr gut. Hm. Ist aber keine Spinne. Da hinten ist die Spinne. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung, du bist mir einfach in den Schuss gerannt, ne? Da kann ich nichts dafür. Da bin ich unschuldig. Immerhin ist die Tür schon mal offen, ne? Das ist doch auch schon mal gut. Erspart uns den Zugang morgen dann. Oder erleichtert uns dann quasi den Zugang. Nicht erspart uns den Zugang, sondern erleichtert uns den Zugang. Da hätte wieder ein Mist heute. So, jetzt gucken wir hier noch ganz schnell nach. Dann kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist ein Händler. Oder? Doch kein Händler. Bin ich auch enttäuscht. Das sah aus wie von der Ferne. Hier bin ich. Hallo. Hast dein Ärmchen verloren. Das sah für mich wie ein Händler. Ja, Geier, wo? Dankeschön. Ah, da haben wir uns zu früh gefreut. Pass mal auf, wir können es ja ausprobieren, ob es ein Händler ist oder nicht. Wir können es abbauen, das ist kein Händler. Schade. Gut. Macht nichts. Wir lassen uns deswegen nicht unterkriegen. Wir werden schon hier noch einen Händler finden in der Wüstenregion. Aus der Ferne aus sah es wie ein Händler aus. So, pass mal auf. Ich würde das mal hier als Überblick haben. 1, 2, 3. 6er, 5er, 4er Batterie ist okay. Alles unten drunter würde ich quasi, da kommt schon wieder ein Zombie, zu Blei umarbeiten, ne? Entschuldigung, ich muss kurz... Da hat denn der von der Witch, Allah? Leck mich am Arsch, ey. Oh. Ach, nicht schon wieder. Nö, nö, nö. Jojo, da kannst du Gas geben, wie du willst. Bin weg. Tschüss. Und dann noch ein Rocker. Das muss wieder so feral sein, so wie die rennt. So wie die rennt, muss das ein Feral sein. So, dann platzieren wir mal unser Auto hier.
Wie gesagt, der Eingang ist ja schon geöffnet, extra für uns. Da haben wir dann morgen ein leichteres Spiel. Ich hoffe, es kommt jetzt hier natürlich kein Zombie raus. So, 10.000er Benzin haben wir auch schon wieder. Das läuft doch. Und zack, das andere bleibt erstmal drinnen. Den würde ich gerne mitnehmen. 2 Stufe 3. Einen können wir in der Hand halten zur Not. Und den anderen platzieren wir. So, der hat jetzt 78. Der ist Stufe 3 und hat nur... Alles klar, hast nicht richtig nachgeladen, würde ich schon sagen. 74 und hat 78. Okay, aber immerhin. Gut, wie gesagt, dann machen wir morgen hier... Pop and Pills werden wir mal durchgehen. Und dann werden wir noch, denke ich mal, den Rest der Zeit noch ein bisschen weiter die Map hier erforschen. Es scheint ja... Was ist das denn für ein Gebiet? Grün? Ich dachte, das wäre verbranntes Gebiet gewesen. Das ist grünes Gebiet? Das irritiert mich aber. Das ist aber verbranntes Gebiet, oder? Ein grünes Gebiet. Okay, egal. Wir werden das Wüstengebiet noch ein bisschen weiter erforschen. Da ist noch viel Potenzial drin und vorher werden wir Pop-In-Pills, Just What the Doctors Ordered, einfach mal durchluden und gucken, was wir da Schönes rauskriegen. Das war erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis hoffentlich morgen. Macht's gut.